so. Wieso schaltest du die Missen nicht aus, Max? Bitte. Da habe ich ihm das Ding extra so vor die Schnauze hingestellt, dass er das Ding schön angreifen kann und dann... Okay. Though you are touched with madness if you speak to pierce my steel hide. So, Tower of Power. Genau das, was ich jetzt brauche. Fernwaffen können mir ja jetzt gar nichts mehr machen. Weshalb ich den jetzt da einfach dahinstellen kann, ohne dass ich irgendwie befürchten muss, dass der mir irgendwas wegschießt. So. Ich frage mich immer noch, was ich da am ersten wegmachen soll. Schaden macht ein Bomber auf das Teil. Okay. Kriegst du den jetzt noch tot? Nein, verdammt. Aber wenigstens hat er mich nicht tot gekriegt. Machen wir den hier noch schnell kaputt. Und was ich auch noch mal zeigen will, damit es einmal mal vorgeführt ist. Ich kann Flak-Einheiten angreifen, ohne dass der zurückschießen kann. Und diesmal will ich ihn nicht vergessen. Jetzt geht es wegen 1% nicht aus. Dann kriegt er hier noch von dem Fighter eins drauf. Warte mal kurz. Das U-Boot lasse ich da mal stehen. Seine Fernwaffen sind mir jetzt, wie gesagt, erstmal vollkommen egal. Enemy prepare for Megahertz. Da kommt ein System Crash. Das sollte jetzt eigentlich überhaupt keinen Schaden machen. Tja. As I said. Genauso wie das hier. Das sollte eigentlich überhaupt keinen Schaden machen. Mit Fernangriffen kann er mir nämlich jetzt erstmal gar nichts. Das ist eigentlich so praktisch an Shady Event, vor allem wenn er Com Towers hat. Seine Schlachtschiffe schießen und er macht keinen Schaden. Er greift nicht mal meinen Stealth Fighter an. Okay. Gut, mir soll es egal sein. Das sollte auch nicht allzu viel Schaden machen. So, Max macht da oben mal langsam hinne. Ich glaube, ich schicke ihm den letzten Jäger auch noch nach oben.
Uh-oh, the stealth unit is almost out of fuel. That's the one drawback of these planes. When they're hiding, they burn eight units of fuel per day. They can't hide for long. You've got to make good use of the carrier and its ability to resupply air units. Yep, das ist der einzige Nachteil an diesen tollen Einheiten. Sie verbrauchen Benzin wie nicht nochmal was. Habe ich meinen letzten Jäger eigentlich schon umgeschickt? Nee, der ist noch hier. Ich brauche ihn ja hier unten nicht mehr. Ups, da wollte ich nicht hin. Du schießt doch mal bitte den hier ab. Wie viel Benzin hat er denn noch? 30, das geht noch eine Runde. Ich will jetzt sowieso erstmal das Schlachtschiff hier weg haben, weil auch wenn ich davon kaum Schaden kriege, es stört doch ein bisschen. Bei, ich habe doch da hinten noch so einen tollen Bomber. Der macht daraus auch Kleinholz. Schön mit den Koptern hier schießen. Den dahin schicken, damit der Kreuzer da hinten nicht rankommt. Oh Gott, da hat er jetzt aber gut Glück. Nein, bevor ich es vergesse. Ah ne, den habe ich jetzt diesmal gemacht sogar. Hm. Erst denke ich zweimal nicht dran und dafür denke ich jetzt zweimal dran. Mal schauen, wie viel Schaden der normalerweise dann macht. Allzu viel sollte das nämlich auch nicht sein. Hat er jetzt wieder Glück gehabt, der Chugger. Da macht er keinen Schaden. Also komm, Max, räum da oben mal ordentlich auf. Ich hab dich extra darauf geschickt, weil du am meisten Schaden verursachen kannst, neben Grimm. Wobei mir Grimm dafür noch ein bisschen zu viel auf die Fresse kriegt. Und der da hinten noch zwei Bomber. Das Black Boat, da möchte ich nicht hier haben. So. Jetzt haben wir Javier mit 3 Comtowern. Einmal ganz kurz hier einladen. Die zwei will ich zusammenjoinen. 77% macht das trotzdem erst, okay. Gut, das Ding steht ja auch schließlich auf einer Stadt drauf.
Infanterieeinheiten unten müssen wir auch kaputt machen. Na gut, müssen wir eigentlich nicht. Und einfach nur, damit der Satz einmal kommt, weil ich den so toll finde. Hey, what gives? We can't seem to damage it. It's being shielded by something. I thought we were pounding it, but we did a lot of nothing. This is suspicious. Chess, do you think? Yes, I do. Black Hole is utilizing a barrier field. It gave us fits in Green Earth. A barrier field? So it's like armor. You're telling me they've got something that stops all our attacks? Yes, as long as it's functional, even a mega tank couldn't scratch it. Hold up, we're pretty much rappelling down a cliff without a rope? Not quite, every unit has a weak point. It must take a lot of energy to protect the barrier around the fortress. That energy has to come from somewhere, right? An energy source? You may be right, I'll scout around and see what I can find. Können wir die beiden hier auch endlich mal rauslassen. Lang genug haben sie ja warten müssen. Okay, es reicht nicht, wenn er nur eine halbe Runde lang in dem Ding drin bleibt. Man muss ihn wirklich komplett versorgen. Das sollte jetzt noch weniger Schaden machen als vorher. Wie zu erwarten war. So, komm Max, räum auf da oben. Bitte mach nicht die Bombe noch kaputt. Er macht sie kaputt. Du hättest es beenden können. Na gut, nicht ganz. Listen up, everyone, I found the energy source. Right on. I've confirmed that a huge amount of energy is flowing from the Black Arc. It's coming from the second front down to the floating fortress in the main front. My best guess is the Sky Fortress is powering the barrier field. So if we cut off the power supply, the barrier around the ocean fortress will drop, leaving it vulnerable to our attacks. Right, so how do we do that? We blow the Black Art out of the sky. Once that's done, we send that floating freak show to the bottom of the sea. So, das Battleship möchte ich schon mal hierher bewegen. Du wartest hier mal, weil so viele Optionen musste ich jetzt erstmal nachschauen. Hier geht langsam das Benzin aus, also kommst du mal kurz hier rein. Moment. Okay, hinter dem U-Boot. Gut, er kann eh nicht getargetet werden, aber trotzdem. Den wollte ich haben. Ups, das war zu weit. Ich wollte hierher. Du machst bitte den hier kaputt. Oh, hat er jetzt aber gerade nicht mehr geschafft. Na
Dann brauche ich mal ein neues Battleship. Und da kommt ein Overclock. Der wird allerdings nichts machen, weil mit den paar Einheiten, die er noch hat, kann er nicht mehr unbedingt so viel Schaden machen. Und ich sollte die Infanterie-Einheit von da hinten vielleicht mal abziehen. Da hat er wieder Glück gehabt. Der hat heute allgemein ziemlich viel Glück. Okay, Max ist endlich fertig. Da oben, lang genug hat's gedauert. Alle Einheiten stehen dort schon voll in Position. Like Arc, Fatal Arrow, Ocean Fortress, Barrier, Collapsing. The shame, it burns like a brand. The mini cannon is a wounded beast, and the allies circle like ravenous wolves. They forget that I am the hunter, and I will bring these mutts to the heel. The Orange Star Army has won the secondary front. Oh yeah, jetzt gibt's einen kleinen Dual Strike. Charge into the toothy maw, for now is time for a glorious hinspiking. Auch wenn ich jetzt keine extra Power und keine Synergie auf dieser Gabe habe, es sollte dennoch mehr als reichen, um das Ganze hier von 0 auf 100 runterzukriegen. Mein Ziel ist es einfach nur, alle vier Mini-Cannons hier kaputt zu machen. Vor allem, weil wir jetzt erstmal die Superpower von Xavier mit sage und schreibe 3 Türmen und einer Super-Co-Power haben. Das allein ist genug, um das Zeug schon kaputt zu kriegen. Und anschließend kriegen wir ja noch Max-Armee. Die da auch nochmal richtig reinhauen kann. Allerdings schieße ich mit dem hier dahinter, bevor die Reichweite von meinen Fernwaffen ins Bodenlose sinkt. Und einfach nochmal kaputt machen, was wir können, damit wir den Technik-Score kriegen. Ja, den Power-Score. Meine ich natürlich. Und nachdem meine Einheiten gerade unverwundbar sind, kann ich auch solche Sachen machen. Und mit unverwundbar meine ich auch wirklich unverwundbar, denn mit Xaviers Spezialgabe verdreifacht sich ja der Effekt seiner Com-Towers. Da ich 3 Com-Towers in Besitz habe, bedeutet das so viel wie 90% extra Feuerkraft und 90% extra Defensive. Zusätzlich dazu kommt der Standard-Boost von Co-Powers, der mir nochmal 10% auf beide Werte gibt. Will heißen, ich habe 100% Defensive und 100% Defensive heißt unverwundbar. Jetzt kommt Max nochmal dran. Wie viel Ding hat das noch? 11 HP. Okay. Das heißt, ich kann mit meinen Einheiten machen, was ich will. Das Schlachtschiff schafft es nur voll auch so, auch wenn es von Max ist. Ja, an den da hinten komme ich jetzt nicht mehr ran. Der kommt da oben auch nicht hin. Da haben wir 88%, da 149. Ich möchte mich nicht unbedingt so auf das noch nicht vorhandene Glück von Max verlassen. So. Yes, we sank the floating fortress. Next up, Record Desert.
Thanks to our new units, the road ahead just got a heck of a lot smoother. Overconfidence will get us all killed. Huh? What's up with that? Black Hole has seen our new technology. It won't be long before they reproduce them through the reserve engineering. She's right. We have to assume Black Hole will deploy carriers and stealth fighters soon. Blast, I'm tired of playing games with these goons. Just one more reason to drop these fools once and for all. Come on, let's bounce. We've got sun to catch in the desert. Da gibt's 350 Punkte für beide. Und Max ist ganz, ganz kurz vor seinem ersten Level-Up. I'm on a roll. Consider your hindquarters right out spanked. So. Und damit möchte ich auch für heute mal wieder aufhören mit der Aufnahme. Ich nehme eh schon wieder fast 2 Stunden auf. Und ich habe heute noch ein bisschen was vor. Es ist zwar schon wieder ziemlich früh am Morgen, aber ja, ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen was machen. Also, das nächste Mal geht's fröhlich weiter. Hier an dieser Stelle mit der Mission Into the Woods, wo wir das erste Mal gegen Candy spielen, während sie einen Tech-Partner... Wobei, nee, das hatten wir schon einmal mit Candy und Chugga, ne? Ja, ich meine, das hatten wir schon. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Aber... wir kämpfen das nächste Mal gegen Candy und gegen Dash. Also, seid gespannt, was demnächst noch alles passiert. Denn ich kann euch gleich mal sagen, es wird demnächst relativ spannend mit der Story. Also, bevor ich jetzt noch weiter rumlabere, ich beende die Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.